Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wie bereits angekündigt, werden wir von justgameplay.de euch Watch Dogs präsentieren. Ihr könnt sehen, im Hintergrund läuft schon so einiges ab. Ich habe das Spiel auch schon mal angespielt, um halt die Einstellung zu testen, um die Aufnahme zu testen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall werden wir aber ein neues Spiel anfangen und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet wie ich. Jawohl, wir wollen das bestätigen, das andere war ja eben nur ein Test. Jawohl, so, da haben wir den ersten Tipp des Spiels, und zwar Autofahren auf Gelände ist etwas schwierig mit normalen Straßenwagen. Das kann sich jeder vorstellen. Wenn dieser Ladescreen länger dauern sollte, werde ich ihn dann einfach cutten, was ich aber nicht glaube. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Lasst euch überraschen, was da auf uns zukommt. Mein Name ist Lendaron und ja, wir sehen uns dann gleich nach dem Intro wieder. Beziehungsweise hören natürlich. Das Mellow Hotel. Okay, bin in der Lobby von Mellow. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halte dich an den Plan, den hier. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Jawohl, da sind wir wieder im Stadion von Chicago. Genauer gesagt. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt
Ist es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich nur wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, da sind wir im Spiel und wir sehen, da liegt Maurice, Sandy. Und mit Q können wir das hacken. Ich kann nicht mehr weglaufen. Das geht nicht. Dieser Scheiße in Piers. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. So, verlassen wir den Umkleideraum, sobald wir dazu bereit sind. Wir schauen uns kurz nach um. Ein Getränkautomat. Wollen wir ihn auch hacken? Ist jetzt sinnvoll, dass bei rausgekommen? Nö. Okay. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Über den rübersteigen schaffen wir nicht. Sporttaschen. Bisschen Krempeli hier. Public Notice. Ich glaube, wir sind noch hier bei einem Baseball-Game, so wie es ausschaut. Öffnen. Mit E. Da haben wir $173 gefunden. Und wir müssen da drüben hin. Da blinkert noch was. Einmal Medizin, wofür wir die auch brauchen werden. Weiß ich noch nicht. Und das war's, glaube ich. Das hier sieht ein bisschen ramponiert alles aus. Und wir sind im Stadion natürlich der Chicago Bulls, wie bereits schon gesagt. So, dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet. Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi,
Das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Okay, 10 Uhr in der Gruppe zu gehen. So, dann schauen wir doch mal. Dann wollen wir mal hier weiter gucken. Okay, ich weiß natürlich schon, was ich hier machen muss. Ich habe das Ganze schon mal, ich sag mal, Probe gespielt. So, da schauen wir uns das alles mal hier so ein bisschen an. Also, was ich machen werde, ich werde natürlich nicht beim Gespräch mit irgendwelchen Leuten unterbrechen, sondern werde meinen Senfstand dazu abgeben, wenn wir hier beispielsweise in so einer Kletterphase sind. Die Hinweise da unten werde ich auch nur selten vorlesen, sondern ein bisschen mehr Text. Und ja. Um den Profiler zu aktivieren. So, der Profiler zeigt die Datenflusslinien von Objekten. Wie wir hier sehen. An der Polizei soll ich mich vorbeischleichen. Und mit Hilfe von ein paar Überwachungskameras kann ich natürlich oder wir unzugängliche Orte erreichen. Dann schauen wir doch gleich mal, wo wir damit hinkommen. So, dann, was wir vorher nicht sehen, wenn wir hier so stehen. Die sind so lustig blurry, das finde ich sehr spannend. Können wir hier andere Überwachungskameras sehen? Und zwar die. Zack, so. Da sehen wir, steht eine Tasche, die blinkt, das sollten wir uns merken. Können wir uns ein bisschen umsehen, da hinten steht ein Wachmann. My Stadium von den Chicagos. Und da ist die nächste Kamera. Wir klicken uns jetzt sozusagen durch die Gegend. Das ist Ted Adams, die Mysterium-Romane, Lieutenant bei der Polizei. Und hat ein Einkommen von $76.000. Nicht schlecht. Okay, ich komm hoch. So. Mach mal Halbland, Speedy. Wir brauchen dann haben wir Michael Ebner. Das ist ein Corporal. Und Roger Tackert. Sergeant. So, und hier sehen wir, das ist die Schaltung für die Tür, wenn ich das richtig sehe. Und die kann ich jetzt umstellen von hier. Das hat geklappt. Jetzt gehe ich mit Escape wieder raus und die Tür ist offen. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Benutzen Sie einen Köder, um Polizisten abzulenken. Oh, das ist ein bisschen schwammig hier alles. Einen Köder herstellen. Haben wir gemacht. Und jetzt mit G sollen wir diesen Köder werfen und da drüben hin. So, zack.
kam gerade $249, das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt watscheln wir schnell hier hoch. Mein Problem. Oh, das war knapp. Hey Sie, Sir. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Und Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. So. Ja? Womit denn? Die, ganz ruhig, okay, gibt ihnen nichts, was sie verwenden können. Hat um Versetzung gebeten, Simon Burton. Sergeant, wir haben hier also mehrere Polizeibeamte. Ich zeig dir einen Scheiß. Und müssen da drüben hin. Findet ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wir werden uns mal hier so ein bisschen. Lächeln wir zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey Mann, ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann ausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, ein Wachmann mit der Sicherheitsfreigabe finden. Meine Kamera da drüben. So, wen haben wir denn da? Das ist ein Spezialist für die Eskalation. Vasilios Monroe. Und daneben sein Kollege Richard Riley. So, dann schauen wir mal uns hier weiter um. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielerbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Ja, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Das wird reichen. Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen es noch nicht. Aber es ist ein Tatort. So. Dann wollen wir mal. Einen Blackout. Verursachen. Raus. Wo bist du, Johnny? Was? Weg! Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ist lustig, dass man hier so die ganzen. So, Strom ist wieder da. Und wir schauen mal, dass wir jetzt das Auto irgendwie rankommen.